Willkommen bei Souveräne Quarantäne. Heute gibt es ein Erklärvideo. Und zwar, wie mache ich eine Auster auf? Habe aber kein Austernmesser, sondern nur ein normales Küchenmesser. Das ist ganz einfach. Und zwar, auf jeden Fall sollte man seine Hand schützen, indem man ein Tuch auflegt. Dann nimmt man eine Auster. Wir haben hier zwei verschiedene. Einmal eine Felsenauster aus Irland von der Familie Kelly und danach eine Nativauster, also eine europäische Flachauster. Beide Austern sind gut zu öffnen, um sich zu schützen, und das ist am allerersten wichtig, weil man geht mit etwas Gewalt an dieses Schalentier, sollte man die Spitze nur ein bisschen rausnehmen. Falls man abrutschen sollte, ist dann die Verletzungsgefahr wesentlich geringer, wie wenn man das ganze Messer nimmt. Also nimmt man nur die Spitze. Und es gibt zwei Arten. Einmal hinten am Scharnier und einmal an der Seite. Man muss dazu wissen, dass die Auster jetzt geschlossen ist, um das Wasser, das sie zum Überleben braucht, noch zu halten. Und es sind ein Muskel, der an sowohl dem Deckel als auch dem Boden der Austernschale haftet. Und den gilt es zu durchtrennen. Also nehme ich nur diese kleine Spitze und versuche in den Zwischenraum zwischen Schale und Auster zu kommen. Und dann nur links und rechts, nicht oben oder unten, dann bricht das Messer ab. Links und rechts, und dann schneidet man den Muskel der Auster durch. Und schon kommt man an das Innere. Hier dann, wenn die Auster geöffnet ist, schneidet man oben den Muskel nochmal durch und kann die Auster aufklappen. Hier unten nochmal den Muskel, der die Auster an dem Boden der Schale festhält, lösen. Und schon hat man eine wunderbare geöffnete Auster, ganz ohne Gefahr. Die zweite Methode wäre hinten am Scharnier. Hier ist nochmal die Auster, hier hinten ist das Scharnier, oben die Ränder der Auster. Auch hier wieder unbedingt schützen der Hand, nur der kleine Teil des Messers benutzen, der Rest ist in der Hand geborgen. Und hier hinten am Scharnier einen Durchlass finden. Auch hier wieder nur so, nicht so. Sonst bricht das Messer ab. Wenn man mit der Spitze in der Auster ist, kann man auch ein bisschen mehr Raum geben. Auch hier gilt es, den Muskel durchzuschneiden. Die Auster ist geöffnet. Oben am Deckel abschneiden. Die Auster öffnen. Und dann unten den Muskel am Boden der Auster durchtrennen, und schon hat man die Auster wunderbar geöffnet, sauber, unverletzt. Viel Spaß beim Ausprobieren und viel Spaß bei dem Genuss der leckeren Austern. Bleiben Sie gesund und wohlauf. Bis zum nächsten Mal.